Und ihr bekommt auch noch ein bisschen. So, Wasser, das Wichtigste im Moment mit für die Pflänzchen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich bin hier oben bei uns auf dem Dachboden. Der ein oder andere, der den Kanal schon länger verfolgt, weiß vielleicht, dass ich hier oben auf dem Dachboden meistens in der kalten Jahreszeit, also so ab Februar, meine Pflanzen hinstelle. Denn ich habe relativ wenig Fensterbankflächen, also hier zum Beispiel auf dem kompletten Dachboden von knapp 60 Quadratmeter habe ich nur diese kleine Fensterbank und da hinten vorne so eine ganz kurze von 80 cm. Und da das in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr wurde mit den Pflanzen, habe ich natürlich dann irgendwann mal, ich glaube vor 2 Jahren oder so, oder sogar schon 3 Jahre her, ich weiß es gar nicht mehr genau, diese 5 sind es hier gekauft. Relativ geringe Wattzahlen, ich glaube 14 Watt, die günstigsten vom günstigsten. Aber das reicht mir, um die Zeit zu überbrücken von Februar bis ungefähr Mitte, Ende März. Also jetzt so der Zeitpunkt, ich warte eigentlich darauf, wie ihr bestimmt alle, dass das Wetter endlich mal ein bisschen besser wird. Es stürmt und hagelt und regnet ja immer wieder. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich glaube, in ganz Deutschland ist es so zurzeit. Ja, und diese Zeit überbrücke ich dann hier mit diesen Lampen. Und dann so Mitte, Ende März, wenn ich weiß, die Nachttemperaturen gehen nicht mehr ganz so weit runter, kommen die Pflanzen, ich denke mal jetzt so nächste Woche, übernächste Woche, ins Gewächshaus. Da wird dann die Frostschutzheizung angeschmissen, so dass ich da eine Sicherheit habe, dass ich da nicht unter, ja, sag ich mal so 8 Grad oder so komme. Das vertragen die meisten Sachen. Ich habe jetzt hier Paprikas, sehr wenig Chilis, Kohlpflanzen, die vertragen die Kälte sowieso. Physalis sind hier schon mit bei, die muss ich noch pikieren. Die würden es vielleicht nicht so gerne so kalt haben. Salate sind auch nicht so wild. Was habe ich noch? Ja, hier noch ein paar Zwiebeln, Lauch und Petersilie. Also das funktioniert gut dann im Gewächshaus. Und jetzt sind die Tage ja auch schon ein bisschen länger und wenn die Wolken mal weg sind, ist es ja auch schon ein bisschen heller. Ja, hier oben also die Pflanzen. Ausgesät hatte ich die so Mitte Februar. Der ein oder andere hat es vielleicht gesehen in dem Verlosungsvideo von meinen Nistblöcken, die ich gebastelt hatte. Da hatte ich am Ende, ich verlinke es mal hier oben, eine Szene gezeigt, wo ich das Ganze ausgesät habe. Zwischenzeitlich ist es auch schon pikiert worden in kleine Töpfchen und kann so jetzt erstmal ein bisschen größer werden bis ja so Mitte, Ende Mai, bis die Eisheiligen da sind und dann kann das Ganze in den Garten. Apropos Garten, da wollte ich heute mit euch rein. Ich warte nämlich schon seit Ewigkeiten, dass es mal nicht regnet und nicht ganz so stark stürmt und da gehen wir jetzt mal eben runter. So, ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Es ist ganz schön windig. Die Sonne scheint jetzt gerade. Also es sieht besser aus, als es ist. Und jetzt fängt es auch noch wieder richtig an zu schütten. Verdammt, ich hoffe, auf die Linse kommen keine Regentropfen. Ja, ich befinde mich hier bei den Johannisbeeren. Da haben wir einmal die weiße, die rote und die schwarze. Und die sind in den letzten Wochen richtig ausgetrieben, weil wir nämlich zwischendurch ja schon so 16, 18 Grad hatten. Und ja, ich hoffe mal, dass es wirklich keine allzu starken Fröste mehr gibt. Und die Aroniabeeren und auch die Stachelbeeren und die Blaubeeren sind mittlerweile auch schon alle ausgetrieben. Ja, und bei den Beerenfrüchten wollte ich euch mal zeigen, denn die habe ich ja im letzten Jahr hier geschnitten und Stecklinge gemacht. Und nun kommt mal mit, denn die Stecklinge, die hatte ich dann hier in eins meiner Kartoffeltonnenfässern hier, habe ich vom Vorgarten hier hinten hingestellt, Kompost und Erdgemisch hier reingetan und dann habe ich die Teile hier reingesteckt. Auf der rechten Seite, ich habe mir hier einen Zettel gemacht, hatte ich rote Johannisbeeren, da die schwarzen und da hinten die weißen. Ja, und aus den Stecklingen schaut selbst, was geworden ist. Sie sind fast alle angegangen oder sogar alle. Ja, man sieht sehr schön, wie die Knospen hier durchgetrieben sind. Ja, so einfach ist es, Johannisbeeren zu vermehren und genauso einfach auch mit der Stachelbeere, denn das ist mir auch zwischendurch geglückt. Da habe ich leider keine Szene, wie ich das Ganze gemacht habe, aber ich zeige es euch mal eben anhand der Büsche, die noch da sind, wie man es machen kann. Das hier sind meine Stachelbeerbüsche. Hier haben wir einmal die grüne oder gelbliche Stachelbeere und hier ist die rote Stachelbeere. Ja, und die sind im Februar, so Mitte Februar, habe ich die zurückgeschnitten. Und ihr seht auch hier, wie kräftig die schon wieder austreiben. Und beim Zurückschneiden habe ich gesehen, vielleicht kennt der ein oder andere das von euch, bei Erdbeeren ist es auch so, wenn Erdbeeren immer längere Arme bekommen und die so am Boden entlang schlängeln, dann setzt sich an irgendeiner Stelle, wo die Erdbeere meint, oh hier, meine Kräfte gehen verloren, dann macht sie solche
Absenker, nennt man das Ganze, und fasst wieder neu Wurzeln in der Erde. Und dann treibt sie wieder neu aus und geht weiter ihren Weg. Und wenn man das so erreicht hat, dass die Wurzeln gefasst sind, dann kann man das abschneiden und die Erdbeere in ein Töpfchen setzen und hat eine weitere Erdbeerpflanze. Und genauso funktioniert das auch bei den Johannisbeeren. Ich zeige euch hier mal einen etwas längeren Ast. Den hier könnte man jetzt hier unten an den Boden drücken, um das Ganze so zu erwirken. Dann drückt man das Ganze hier runter. Und dann kann man das entweder so leicht festheften oder auch so eine Handvoll Komposterde drauf tun. Und dann wartet man eine Zeit und irgendwann bilden sich hier kleine Würzelchen. Und dann schneidet man das Ganze hier an dieser Stelle ab. Und das kann man dann in einen Topf setzen. Und das Ganze habe ich gemacht und sieht jetzt so aus. Zwei von diesen Absenkern habe ich hier in diese Töpfe eingesetzt und hier ins Gewächshaus gestellt. Hier sind sie nun seit ungefähr 4 Wochen und ihr seht, ja, der ist ein bisschen schwächer auf der Brust, hat vielleicht nicht so ganz so großes Wurzelwerk gehabt. Ja, und dieser hier, der ist schon ganz schön kräftig geworden, richtig schönes, kräftiges Grün hier ausgetrieben. Ja, und so einfach ist es dann, sich seine eigenen Pflanzen immer weiter zu vermehren und auch relativ kostengünstig natürlich, muss ich sagen, ne? Und vielleicht kann man sowas ja auch mal als Geschenk mitnehmen, wenn man irgendwo zu Besuch fährt, wo jemand einen Garten hat, vielleicht noch keine Stachelbeere, kann man auch sowas schön als Pflanze mitbringen. Das ist jetzt hier eine flache Wachstumsweise, also ich habe Stachelbeerbüsche. Es gibt natürlich auch diese Hochstamm-Stachelbeeren. Wäre vielleicht mal interessant, ob man aus dieser Stachelbeere jetzt hier auch eine Hochstamm-Stachelbeere macht. Weiß ich nicht, könnte das klappen? Hat schon mal einer von euch vielleicht versucht? Man könnte ja so einen Trieb jetzt hier abschneiden, so in die Erde setzen und den so erziehen, dass das Ganze so ein Stammstachelbeerbäumchen werden würde. Experiment könnte man starten, nicht wahr? Oder vielleicht hat schon einer von euch gemacht, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ja, und genauso wie das mit den Stachelbeeren und mit den Johannisbeeren klappt, klappt das natürlich auch ganz gut mit anderen Pflanzen, wie zum Beispiel auch mit der Tomate. Wenn ihr da mal so einen Geiztrieb verpasst habt und der schon so lang ist, dann könnt ihr auch eine Tomate den Geiztrieb abkappen, den wieder in eine Erde stecken oder erst ins Wasserglas. Der schlägt dann Wurzeln und dann habt ihr noch eine zweite Tomatenpflanze. Und auch mit Basilikum fällt mir gerade ein, denn da habe ich was in der Küche stehen. Da gehen wir noch mal eben hin. Hier habe ich auf der Fensterbank nämlich den Buschbasilikum. Der ein oder andere, ja, ich sehe, die Lichtverhältnisse sind gerade schlecht. Fenster im Hintergrund nicht so gut, aber es geht gerade nicht anders. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Also dieser Buschbasilikum hier, wer meine Gartenvideos kennt, ich versuche euch das mal einzublenden von den letzten Gartenrundgängen, eine Szene. Da hatte ich einen schönen großen Buschbasilikum in der unteren Etage der Kartoffelpyramide im Vorgarten und der war so kräftig gewachsen und vor allem hat er auch sehr lange noch schöne Blüten hier ausgebildet, die sehr, sehr stark von den Hummeln und den Bienen besucht wurden. Also ganz, ganz tolle Pflanze ist das. Und ja, so unter 10 Grad geht er dann irgendwann ein. Ich glaube, der hat sogar hier auch so 7, 6 Grad noch ausgehalten. Ich habe aber dann zur Sicherheit schon von der großen Pflanze kleine Äste abgeschnitten, die dann ins Wasser gestellt zum Bewurzeln. Ja, und daraus sind dann diese Pflänzchen hier entstanden, diese hier zum einen, von der ich dann wieder, wie dieses Teil jetzt hier oben, den Ableger, könnte ich jetzt zum Beispiel wieder abschneiden und wieder in ein Glas Wasser stellen, so wie ich das hier gemacht habe. Etwas warten, bis das Ganze anwurzelt. Also Wurzeln entstehen an den kleinen Beinchen hier, ich guck mal, ja, hier ist jetzt noch nichts dran. Das sind nämlich jetzt frische Triebe, die ich abgeschnitten habe, denn die Pflanze wächst ja im Haus auch immer weiter und die Blätter kann man immer wieder mit benutzen natürlich für ja, so Tomatensalate oder auch mal so als kleines Pesto fertig machen. Aber wenn die dann immer länger werden, dann schneide ich die halt ab, stecke die wieder ins Glas und dann dieses Pflänzchen hier zum Beispiel ist noch ein bisschen jünger, ihr seht's. Relativ dünner Stamm hier unten und auch da habe ich schon wieder 3 abgeschnitten und ins Glas gestellt. Da sind jetzt ja so 8 Stück drin und somit kann man dann auch den Basilikum immer weiter vermehren und über den Winter auch bringen und im nächsten Jahr dann schön im Garten wieder verteilen. Und ich wollte da auch ein paar mehr haben, weil nämlich da, und ihr wisst ja alle, für die Bienen tue ich ja auch schon sehr viel und da möchte ich gerne noch mehr tun, die sich nämlich hier schön an den Blüten ja, ihre Nahrung holen können. Ja, das finde ich klasse.
Und überhaupt, die ganze Vermehrungssache ist so einfach gemacht. Und ja, vielleicht habt ihr ja da auch Lust zu. Vielleicht habt ihr auch ein paar Pflanzen im Garten, wo ihr noch Triebe von abschneiden könnt. Johannisbeere ist jetzt natürlich ein bisschen spät. Das dauert so ein bisschen, bis man die, wenn man die dann geschnitten hat und in die Erde steckt. Aber vielleicht nach der Ernte in diesem Jahr könnt ihr ja vielleicht mal dran denken, Johannisbeeren abschneiden, einfach in die Erde stecken, bis nächstes Frühjahr wie jetzt warten. Ihr habt es gerade gesehen. Sie treiben aus. Dann sticht man die aus und setzt die wieder in Töpfchen, verschenkt sie oder packt sie sich selber irgendwo in den Garten, wo man Platz hat oder auf eine große Wiese oder sowas. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen gefallen und vielleicht habe ich euch animiert, auch so ein paar Stecklinge zu ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und Daumen drücken, dass endlich mal der Frühling kommt. Schönen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.